Hallo, guten Morgen. Ich begrüße euch an diesem stürmischen Sonntag, herrlichstes Strickwetter. Super ungemütlich, regnerisch, aber perfekt zum Stricken. Hallo Dorothee, hallo Dagmar und Ulrike. Euch einen wunderschönen guten Morgen, natürlich den anderen auch, Claudia, KU, Marianne. Ich begrüße euch. Hallo Christiane, Katrinchen auch dabei, Frederike und jetzt muss ich schon scrollen, Joanna. Freue mich sehr, eure Namen zu lesen. Hoffe, es geht euch gut. Hallo Marososo, hallo Ulrike und Manuela. Ja, Ulrike, mein C ist wieder in Ordnung. Meiner Mama geht's gut. Ich habe zum Glück ein spitzenmäßiges Immunsystem. Egal ob Virus oder angestoßener Zeh, ist immer alles innerhalb von ein, zwei Tagen erledigt. Siegfried lese ich, Manuela und Sabine. Ich begrüße euch. So. Steiermark. Baskamp, wo liegt denn das, Ginnis? Das kenne ich gar nicht. Oder vielleicht wusste ich es schon mal und hab's vergessen. Das liest sich doch toll. Schön, dass ihr da seid. Ja, Irmgard war in Wien. Ach, das ist doch auch spannender. Stream kann man immer gucken. Aber wie nicht immer. Und hallo auch nach Berlin. Niederrhein. Wow, das macht richtig Spaß. Und ich... Dorothee live in 30 Minuten. Ernsthaft? Aber ich bin doch schon live. Ihr hört mich doch schon, oder? Jetzt werde ich... Nee, ne? Gib mir mal eine ganz kurze... Nee, ich bin auf meinem Kontrollscreen, ist alles gut, alles läuft. Das muss passen. Wir hören dich und sehen mich, wunderbar. Ton und Bild perfekt. Es kam heute eine Mail, Manuela, doch, doch. Also Newsletter ist ja jeden Sonntag. Von ganz wenigen Ausnahmen mal abgesehen, aber im Prinzip schon. Ich bin immer so ein bisschen ist natürlich schon ganz schön viel, jede Woche einen Newsletter zu bekommen, aber durch den Livestream, unsere Knit-Alongs und so weiter muss das sein. Und wen das nervt, wem es zu viel ist, der guckt einfach nicht rein. Ja, denke ich auch. Genau wie Silvia schreibt, einmal komplett neu starten. Ich habe extra die Latenz auf normal gelassen, weil es für euch ein besseres Bild ergibt und auch für diejenigen, deren Internet ein bisschen... Was? Dorothee hört mich auch nicht? Gibt's ja nicht. Mach einmal aus und wieder an, Dorothee. Schreibt es doch Dorothee mal einmal in den Chat. Sie soll einen Neustart machen. So, alle anderen sehen mich aber. Genau, super, danke Ulrike. Ja, genau. Ja, es ist halt stürmisch, ne? Also das darf man nicht vergessen. Bei so einem Wetter, da wird alles ein bisschen hakeliger. Ich habe auch gerade gelesen, irgendeiner kommt auch nicht in den Shop. Das ist... Wahrscheinlich auch das gleiche Thema, Sturm, Internetschwankungen. Sigrid, doch, doch, es gab ein Newsletter und dann musst du mal in deinen Spam-Ordner gucken. Hast du eine T-Säule in deiner Adresse? Ich lache bei dem Thema, weil Marianne hat ja bei... ich hatte gesagt... Unsere Newsletter werden von T-Online teilweise, nicht bei allen, aber teilweise in den Spam-Ordner geschmissen.
Und ich weiß aber sehr genau, dass es nicht an uns liegt. Und woher weiß ich das überhaupt? Weil wir einen eigenen Server haben. Bei Newslettern ist es ja so ganz kurz ausgeholt. Man braucht ja einen Anbieter, der das für einen versendet. Natürlich schreiben muss man selber, aber versenden, das geht über einen Anbieter. Und das Übliche ist, dass Newsletter von mehreren, von ganz vielen, von hunderten Unternehmen über einen Server laufen, über einen Massenserver. So. Und weil ich das nicht wollte, haben wir einen eigenen Server, der wirklich nur für uns ist. Da laufen nur unsere Newsletter drüber. Und deshalb kann ich auch hundertprozentig sagen, es ist kein Spam. Wir verschicken keinen Spam. Wir verschicken Newsletter, die ihr bewusst abonniert habt und wo ihr euch ja auch jederzeit wieder von abmelden könnt. Und weil wir eben diesen eigenen Server haben, brauche ich da gar nicht lange überlegen. Es ist nicht unsere Schuld, wenn uns T-Online in den Spam verschiebt. Euch, eure Mail, unsere Mail an euch. Und ja, da hatte Marianne nachgehakt und im ersten Telefonat haben sie noch so gesagt, nö, ist nicht unsere Schuld und so. Und beim zweiten haben sie schon so ein bisschen eingelenkt, weil Marianne hat nicht locker gelassen, haben sie eingelenkt nach dem Motto, ja, das Algorithmus kann schon mal passieren und so. Und danke, Marianne, das war, fand ich cool. Das war, und Sonja hat mir erzählt, du hast ja angerufen, sag ich doch, sind wir nicht. Na, so. Ja, Ulrike, wenn du kein Newsletter bekommst und auch nichts im Spam hast, dann ist es wahrscheinlich deine Einstellung, weil manchmal löscht sich das ja sofort. Also meine Einstellung ist, Spam wird bei mir 4 Wochen drin gelassen und dann wird es automatisch gelöscht. Es gibt aber auch Einstellungen, wo gar kein Spam-Ordner angelegt wird, sondern wird sofort gelöscht. Also das ist ja sehr individuell. So, jetzt kommen wir aber mal zum Thema, sonst sind wir morgen noch dabei. Shop ist wieder erreichbar, Monika. Ja, das kann, der ist ja nicht offline. Das kann höchstens mal eine Schwankung sein, je nachdem, 5 Minuten, 10 Minuten. Der Newsletter, Christiane, kommt doch immer sonntags, aber heute etwas früher, muss ich zugeben. 6:30 Uhr? 6:30 Uhr, glaube ich. Effi. Jawohl. So, jetzt legen wir los. Wir machen heute alles an abschließenden Vorbereitungen zum Schnitt, zu den Zentimeterangaben für die großen Größen, Schnitterklärung und so weiter. Alles, was jetzt noch gefehlt hat, um stricken zu können. Maschenzahlen für das erste Teil und die Fragen, Iris hat mir eine Menge ausgedruckt, die ihr per E-Mail geschrieben hattet, die noch offen sind. Das machen wir alles heute. Also ist, heute schließen wir Vorbereitungen ab und dann wird gestrickt. Und dann noch ein kurzes, ohne das jetzt so wahnsinnig auszuweiten, aber Fotos in der Facebook-Gruppe. Ich hatte gar nicht drüber nachgedacht, da irgendwie was zu machen, aber dann haben mich ein paar Anfragen erreicht nach dem Motto, ich habe noch nicht mal angefangen, einige sind schon fertig und ich verliere die Lust, wenn ich fertige Fotos, so, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, kann ich auch verstehen, ich kann aber auch die verstehen, die loslegen wollen, weder will ich die einen demotivieren, noch die anderen ausbremsen, also machen wir es doch jetzt einfach so. Fotos von allen Einzelteilen nach Belieben, jederzeit, Maschenproben. Außerdem, man hat ja auch Fragen. Ihr müsst ja auch eure Fragen loswerden. Also da jetzt irgendwie noch was zu reglementieren, sehe ich keinen Sinn drin. Aber keine fertigen Effis.
So, ich glaube, das ist ein ganz guter Kompromiss. Und dann ab 20.03. auch fertige Effis. Das ist von heute ab 6 Wochen. Das ist Frühlingsanfang. Und vorher könnt ihr nach Herzenslust Einzelteile posten. Und dann, ja, hoffe ich mal, dass da so dann die Mehrheit fein ist. So. Projektfotos habe ich heute nicht. Da 2, 3 E-Mails kamen, aber das sammle ich jetzt erstmal. Also schmeißen wir uns in Effi hinein. Da waren wir letzte Woche stehen geblieben mit den ganzen Maschenproben. Du kannst, Monika, Fremdgarnfotos posten, so viel wie du willst. Aber lass bitte die Banderolen weg. Also keine Nennung der Marke, kein Foto von der Banderole. Dann ist mir alles recht. Da könnt ihr posten. Nach und nöcher. Ja, 6 Wochen. Ja, ach nee, du brauchst keine 6 Monate. Und wenn schon. Ja, Claudia, also kein Ding. Wir wollen halt versuchen, es für möglichst alle auch angenehm zu machen. Deshalb. So, sehr gut, Ute, schreibt Dorothee. Was hat Ute denn? Sehr gut, Ute. Ist mir... Keine Ahnung. Also, so, da sind wir ja. 1, 2, 3 war. Nummer 4 ist heute. Also, wie gesagt, alles zum Schnitt. Die Maschenzahlen, um anfangen zu können. Nächsten Sonntag, der ist auch schon aufgesetzt, der Livestream. Gucken wir mal, Schulterärmelteil, was hat sich an Fragen ergeben in der Zwischenzeit. Und wenn ihr möchtet... Wäre das vielleicht dann ein guter Punkt, um einen Zoom-Call zu machen? Für Fragen, die im Chat nicht passen, die zu umfangreich sind. Ich meine, der Zoom-Call, der ist ja eine Erweiterung zum Livestream. Nicht einfach nur, um jetzt das zu machen, sondern um eben so Fragen abzuklären, die schriftlich nicht gehen, sondern mündlich leichter sind, und könnte mir vorstellen, das so zu machen, erstmal ganz normal Livestream für alle, ein bisschen verkürzt, vielleicht auf eine Dreiviertelstunde oder so, weil ihr müsst bedenken, eine Stunde Livestream hier sind für mich 4 Stunden mit Vorbereitung, ein bisschen Nachbereitung und so weiter. Also zweimal das volle Programm ist mir ein bisschen viel, aber wenn wir den Livestream etwas verkürzen und dann einen Zoom-Call anhängen für die, die da Bock drauf haben, dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe. Und das könnte ich mir ganz gut vorstellen für nächste Woche. So, oh ja, Reminder, genau, das war eigentlich nur für mich jetzt, dass ich was nicht vergesse zu erwähnen. Und zwar will ich Folgendes erwähnen. Ich erkläre jetzt den Schnitt. Das ist die kleine Effi von vorne und von hinten. Aber behaltet bitte im Kopf, und daran wollte ich mich selber erinnern, dass wirklich zu sagen, behaltet im Kopf, Effi ist einfach gestrickt. Effi ist, das habe ich am Anfang gesagt und das sage ich auch immer noch, Effi ist vom Stricken her super einfach. Ich erkläre jetzt aber den Schnitt sehr ausführlich. Das ist so meine Art, in die Tiefe gehen. Außerdem auch diejenigen, die wirklich so bis ins Detail gerne alles verstehen. Aber nötig fürs Stricken ist das nicht. Und das soll auf keinen Fall die Anfänger entmutigen und irgendwann zwischendurch sagen, ich verstehe nur Bahnhof, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ne? Ich erkläre ausführlich, aber für Stricken braucht ihr das nicht verstehen. Das war mir wichtig. Das hier sind die Einzelteile. Nicht zusammengenäht, aber schon mal so hingelegt, wie sie später zusammengenäht werden. Lasst euch nicht irritieren von oben links. Das Vorderteil, das liegt falsch rum. Der Zopf ist nicht zu sehen. Aber im Grunde ist es so,
richtig sechs Teile gibt es. Vorderteil zweimal, Schulterarm zweimal, das obere Rückenteil einmal und das untere Rückenteil auch einmal. Ja, gern, Ulrike. Meine, ihr könnt auch, wer jetzt keine speziellen Fragen hat und einfach nur Lust dazu, ihr seid auch herzlich eingeladen. Ich will mal ganz kurz den Link raussuchen. Link zur Zoom-Anmeldung ist der und da gibt es dann im Laufe der Woche dann eine Einladung, wenn ihr da auch Lust zu habt. Genau. So, die Schnittteile. So sieht das dann aus. Und hallo Basma. Die Schnittzeichnung, die ihr habt, die sieht ja ein bisschen anders aus. Und zwar, Claudia schreibt, wie kann man verhindern, dass bei Rippmustern die erste Masche zu groß wird? Das ist so eine Sache mit der ersten Masche. Ich habe schon tausend und eine Methode gehört, gelesen. Ich finde, die funktionieren alle nicht so richtig. Was ich immer mache, kurz zwischendurch erwähnt, wenn sich das bei mir so gestaltet, dass es kommt die Randmasche, dann kommt die erste Masche und die erste Masche sieht hässlich aus, dann nähe ich die mit weg. Meine Methode. So, machen wir aber mal hier weiter mit dem Schnitt. Diese Schnittzeichnung habt ihr ja in etwa in der Anleitung. Also das sieht ja dann bei euch so aus. Die roten Zahlen, sagte ich schon, die könnt ihr vergessen, das sind Inch. Brauchen wir nicht, die schwarzen Zahlen sind Zentimeter. Würde aber jetzt nicht danach gehen, sondern was ich euch auch gleich zeige. Habe ich nicht ein schönes, scharfes Bild? Ich habe eine neue Kamera. Bin total entzückt von meinem Bild. Ist die also wirklich eine große Verbesserung an Schärfe. Kann jede Masche erkennen. Ihr wisst ja, Technik liebe ich über alles. Und mit meinem neuen Kameraschätzchen ist nochmal eine große Verbesserung in puncto Schärfe und Zoom und so weiter. So, abgeschweift. Genau, Dorothee. Danke. Also sowas, so gute Technik, ne? Das macht mir so viel Spaß. Ich könnte all mein Geld in Technik stecken. Aber es ist auch halt eine wichtige Verbesserung. Also kein Mensch kann mehr so unscharfes Krams angucken. Das muss ja heutzutage gar nicht mehr sein. So ist das dann übertragen auf den Schnitt, weil in der Schnittskizze stehen auch die Teile nicht bezeichnet und das sind die Teile oben. Die gestrichelten Linien zeigen an, dass das Teil im Bruch liegt. Also es ist zusammengeklappt bezeichnet. Ihr müsst euch halt vorstellen, dass ich hätte es auch anders zeichnen können, aber so ein Layout für eine Anleitung, da hat man immer nicht viel Platz. Es muss meistens ein bisschen vereinfacht sein und so kam das zustande. Und beim Rückenteil seht ihr ja, was entspricht.
Also oberes, unteres Rückenteil jeweils einmal, Arm mit Schulter jeweils zweimal. Genau. Für alle, die die Teile noch nicht so richtig verstanden haben oder zuordnen konnten im Schnitt. Das Vorderteil ist dann dieses da. Auf dem Schnitt ist das rechte Vorderteil gezeichnet. Also das hier, die rechte Seite. Hallo Robator, fast wach. Ja. Wichtig ist, ja, Ulrike, und dann Link funktioniert doch wohl hoffentlich. Wichtig ist, dass alle Teile, die da jetzt blau gezeichnet sind, sind Bündchen. 2x2 Rippe. Also 2 Maschen rechts, 2 Maschen links im Wechsel. Und diese blau gezeichneten Stellen, die finden sich nicht in der Schnittzeichnung wieder, weil die da nicht mit eingezeichnet sind. Also sämtliche Bündchen kommen später extra dran. Und zu den Zentimeterangaben natürlich dazu. Das ist besonders hier bei dem letzten Ärmelbündchen zu bedenken, aber natürlich auch bei diesem, doch auf mein schönes Bild, jetzt schon so schön scharf habe, bei diesem Bündchen im unteren Rückenteil. Das ist 6 cm breit und kommt nochmal dazu. Danke, Katrinchen. Ja, ich habe halt auch eine Struktur, wie ich vorgehen will, und da passte das letzte Woche noch nicht mit rein. Genau, genau, Claudia, so ist es. Kannst du so machen, kannst du anders machen. Ich habe es jetzt so gemacht bei Effi. Ihr dürft auch nicht vergessen, die ist ja international veröffentlicht worden und ich hatte eine Flut an englischsprachigen Anfragen in mir gesehen und habe gedacht, wie mache ich es jetzt, dass es wirklich überall verstanden wird, und deshalb habe ich jetzt halt so aufgebaut mit dem Schnitt. Und wenn man sich das eben auch so merkt, dann wird's ja einfach und deutlich. Weiter. Das ist ein kniffliger Punkt. Die Effi ist ja asymmetrisch. Und die dicke, fette, rote Linie ist die Seitennaht. Die liegt, bei den Vorderteilen liegt sie beides mal gleich. Beim Zopfteil jedes Mal an der gleichen Stelle, aber beim Rückenteil liegt die Seitennaht an 2 unterschiedlichen Stellen. Und das ist auch so ein bisschen, genau, Beate, die Maschen werden, erstmal wird das Rückenteil gestrickt, hier. Und dann werden hier an dieser Seite Maschen aufgenommen, um das Bündchen zu stricken. Und das ist das, was ich sagte, die Seitennähte verlaufen asymmetrisch. So. Genau. So, was wollte ich jetzt noch? Ja, Maroso, so ist einfach weg damit. Ich komme gleich noch, ich zeige euch gleich noch die Zentimeter in frisch
aufbereitet und davon würde ich mir dann ein Foto machen oder ein Screenshot und die Schnittskizze in der Anleitung beiseite weglassen, beiseite lassen. Das ist wohl einfach. So, und dann ist noch wichtig die Strickrichtung. Die habe ich euch hier eingezeichnet. Die verlaufen ja unterschiedlich. Schulterteil von oben zum Bündchen hin und bei den Rückenteilen von unten nach oben. Ja, ist so stillgewandene, Christiane. Ihr müsst nichts malen. Ihr könnt euch abfotografieren oder was. Und beim Bündchen im Rückenteil von oben nach unten werden Maschen an der schrägen Seite aufgenommen von oben nach unten. Und Claudia, deine Frage habe ich ausgedruckt. Helin, komme ich zu. Ich glaube, das deckt sich mit dem, was ich hier sowieso liegen habe, was Iris mir ausgedruckt hat. Das sind die Strickrichtungen. Und dann, das ist das, wo ich sagen würde, das nehmt als Grundlage, ich kann mich hier auch mal eben wegmachen, dann habt ihr mich nicht mit drauf. Das nehmt ihr als Schnitt, da sind keine Inch mit drauf und um die größere Größe ergänzt. Die ist ja auch in der Anleitung nicht enthalten und der Grund ist genau der gleiche. Ich habe einfach gedacht, das Ganze in Englisch ergibt mir einfach eine Flut an Anfragen. Habe ich keinen Bock drauf. Willst du? Nee, komm, halt's schlicht, habe ich mir gedacht. Außerdem geht ja auch die mittlere Größe bis 46, bis Oberweite 140. Das passt schon. Aber ihr habt gefragt und wolltet auch gerne für größere Größen und deshalb habe ich das hier ergänzt. Das sind die roten Zentimeter. Die entsprechen der neuen großen Größe. Und Maschenzahlen gibt's natürlich auch gleich noch. Und ja, Katrinchen, ist aber alles easy. Also das sieht komplizierter aus, als es tatsächlich vom Stricken her ist. Und dieses ausgegliederte Teil da unten, das ist das untere Rückenteil. Ich wollte nur nicht da alles dran quetschen. Sonst hätte man wieder nichts gesehen. Also die ganzen Zahlen da mit in die obere Schnittzeichnung zu schreiben, das wäre sehr unübersichtlich geworden. So, habt auch euren Screenshot gemacht, hoffentlich. Und dann, Julia hat eine spannende Frage. 94, bist du, Oberweite 94, bist du zwischen den ersten beiden Größen? Ja, die kleinere Größe hat ja gestrickte Oberweite 120, die mittlere gestrickte Oberweite 140. Bist du klein? Bist du, trägst du lieber enger? Trägst du lieber Oversize? Danach würde ich gehen. Miss mal eine Strickjacke aus, die du gerne anhast und vergleich. Weil die 94 ist ja Körpermaß. Und du entscheidest dich aber nach dem Strickmaß. Also miss einfach mal ein paar fertige Jacken durch, die müssen nicht selbst gestrickt sein. Und entscheide dich, was eine schöne Weite ist für dich, die dir gefällt. Und danach würde ich das auswählen. Ja, Katrinchen, weiß ich nicht. Schnittkonstruktion ist ja meins, habe ich studiert, gelernt und mache ich einfach gerne. Ich muss aber sagen, sowas funktioniert nur in Strick, weil dieses Asymmetrische, dafür braucht man was Dehnbares. In Stoff würde das so nicht hinhauen. Die gestrickte Effi, die knallbunte hinter mir, ist die kleine Größe.
Genau. Ich habe aber eine große von Ulrike gestrickt bekommen in der 48, 50, 42, 52 und habe das da exakt dran abgemessen. Wir haben es also richtig ausgetüftelt. Das gleiche auch für die große und kann euch dann eben auch die Maschenzahlen geben für die große. Ich glaube, Hanne, von dir habe ich auch eine E-Mail hier liegen. Mache ich gleich. Lass ich mal erstmal kurz. So, und jetzt wird's interessant. Jetzt wird mit Maschenzahlen. Das ist das, was ihr braucht zum Stricken. 9:30 Uhr. Ich bin schon auf meiner letzten Folie. Na gut, also ich hoffe, ihr habt viele Fragen. das ist der Ärmel. Also so fange ich an zu stricken. Oben an der Schulter. Den ganzen Ärmel runter. Ihr könnt auch mit dem Rückenteil anfangen. Aber ich dachte, wir machen es hier mal, wie ich es auch mache, wie es in der Anleitung steht. Also oben am Arm anfangen. Und im Gegenteil zur Schnittzeichnung ist hier der Arm offen gezeichnet. Also nicht im Bruch, sondern offen. Und das ist so zu lesen. Im Grunde ist das ja eine abgekürzte Anleitung, was ihr hier jetzt habt. Unausgeschrieben, sondern nur auf das Wesentliche reduziert. Dass die Maschenzahlen beziehen sich auf eine Maschenprobe von 15, 16 Maschen. Haut beides hin. Also da mache ich keinen großen Unterschied. Und ihr schlagt eben je nach Größe 57, 65 oder 77 Maschen an. Ja, Hanne, maximal 10 Minuten. Und dann komme ich dazu. Und wenn ich nicht alles erwische von deiner Frage, musst du es nochmal in den Chat schreiben. Ja, also wird erstmal dann in Halbpatent gestrickt, das muss ich gleich auch noch mal kurz vorstricken, war eine Frage beim letzten Mal. Dann geht man zum Perlmuster über und ich habe, so habe ich halt das aufgebaut, in der ersten Reihe, das ist die gestrichelte Linie, wo Halbpatent zum Perlmuster übergeht, habe ich Maschen abgenommen. Ich wollte das... Keine Ahnung, es sind manchmal auch so Erfahrungssachen, mache ich einfach. Ich wollte so ein bisschen dieses Wuchtige rausnehmen und das Ganze ein bisschen schmaler gestalten nach dem Halbpatent. So, und das wird dann nochmal wieder weiter gestrickt bis zu einer Länge von 20, 22 oder 25 cm. Bis dahin gibt es keine Armschrägung. Bis dahin wird gerade gestrickt ohne Abnahmen. Und bis dahin sind wir auch noch gar nicht im Ärmel. Und das ist das Ding, das muss man bei Effi verstehen. Und das sind die Markierungen für diese kleinen rosanen Strichlein. Das ist alles Schulter und Rumpf. Noch kein Arm. Oh nee, Maria, Reborn Jeans können wir gleich gerne rechnen, aber das ist, wenn du eine Maschenprobe hast von 15 oder 16 Maschen auf 10 cm. Reborn Jeans hat eine andere. Das rechne ich aber auch gleich vor, wie das dann geht. Genau. Und dann kommen die kleinen rosa Strichlein und das könnt ihr euch mit einem Faden oder mit so einem Maschenmarkierer markieren, die beiden Stellen. Gesamtlänge 40, 44 oder 47. Und dann kommen erst die Armschrägen. Und hallo Carola, das Patent, das sieht dann so aus. Bis hierhin geht das Halbpatent, bis hierhin geht das Perlmuster dann ohne Ärmelschrägung und ab hier
kommt so eine kleine Schrägung. Es ist nicht viel, was da wegkommt. Und dann kommt noch das Rippenbündchen dran. So ist das zu sehen. Warte, ich habe jetzt... Angelika fragt, eine Oberweite von 110. Auf jeden Fall die kleine. Die wird dir dann groß genug sein. Die mittlere ist viel zu groß, viel zu riesig. Also 110 Körpermaß oder soll sie so gestrickt sein? Ich würde aber, ich glaube, da braucht man nicht lang überlegen. Strick die kleine Größe. Heike, du kannst den Ärmel rundstricken. Würde ich das tun? Nee. Ich denke ja immer, also ich meine, das ist ja auch so eine Videoserie, die ich jetzt angefangen habe. Reparaturen, Änderungen, was macht man, wenn es zu eng, zu weit geraten ist und so weiter. Und deshalb ist für mich immer ganz wesentlich, dass ich hier eine Naht habe, dass ich hier dran komme und gegebenenfalls noch was ändern kann. So, das ist mein Grund, warum ich Ärmel nicht rundstricke. Aber wenn du das möchtest, mach. Kein Ding. Halbpatent ist die Schulterpartie, Knuffi, aber auch ein Stückchen vom Perlmuster gehört auch mit dabei. Und im Grunde kann man hier sagen, das ist alles Rumpf. Hier oben ist noch kein Arm. Das ist Rumpf, denn die Jacke ist ja überschnitten. Oversize, überschnitten. Genau. Die Rückenseite ist genauso, nur dass es halt ich habe gute Laune heute. Ihr macht mir echt Freude. Der Chat ist der Hammer. Vielen lieben Dank. Ich glaube aber auch, das Schlimmste für dieses Jahr haben wir überstanden. Der Januar war noch mal so ein bisschen hakelig, aber jetzt wird alles gut. Keine Ahnung, wie ich gerade drauf komme. Beate fragt, Kureon mit Nadel 5, 15 Maschen. Also 14 Maschen bei Kurieren wird vielleicht so ein bisschen zu locker. Ich glaube, du hast doch auch in der Facebook-Gruppe mehrere Maschenproben gestrickt. Nimm die mittlere. Die hat mir gut gefallen. 14 Maschen ist vielleicht ein Tückelchen zu löchrig. Also Nadel 5 hört sich für mich gut an bei Kurieren. Ja klar, Bündchen mit Nadelspiel, ja, das ist natürlich ein Grund, um rund zu stricken. Wenn man hier umschlagen möchte, dann hat man diese igelige Naht außen liegen und das ist nicht so schön. Ja, das spricht eindeutig fürs Rundstricken. Danke, Claudia. Super Tipp. Das ist nur die Oberweite, Angelika, also ohne, also Körpermaß. Ja, aber trotzdem, du hast ja dann trotzdem noch ganze 10 cm Weitenzugabe. Ja, so sieht's aus, Silvia. Wir wollten ja mal zusammen nähen üben. Andrea, A-Form brauchst du bei Effi, glaube ich, nicht, weil... Sie ist weit genug und du kommst hier unten sowieso auf deine Weite, weil hier unten das ist die Oberweite. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, also vielleicht reicht bei dir ja auch die mittlere Größe, sprich 140 cm Umfang, gestrickte Oberweite. Wenn das um deine Hüften herum passt, brauchst du keine A-Form. Weißt du, dann passt sie dir oben und unten auch. So. Moment. Also wenn man einmal im Chat den Faden verloren hat, dann... Carola Elfri...
Ob das für dich das Richtige ist, kann ich nicht entscheiden. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass Effi einfach ist zu stricken. Und selbst wenn du hinterher sagst, ja, dann verschenkst du sie halt. Aber der Strickspaß ist groß. Man hat schöne, einfache Strickteile. Und er sagte das im Zoom. Das hat mich beeindruckt, weil das war ein Gedanke, da war ich noch gar nicht drauf gekommen. Unisex, genau. Ach, Bettina war's. Jetzt fällt's mir ein. Bettina strickt Effi für sich und ihren Mann als Unisex-Modell, als Kuschelmodell, was auf dem Sofa liegen soll, zum Reinschlüpfen und halt für beide, ja. Fand ich mega cool. So, dann wollen wir jetzt mal ein bisschen rechnen, würde ich sagen. Für andere Maschenproben als für die 15, 16 Zentimeter. Eigentlich hatte ich mir was ausgedruckt dafür. Ja, es ist ja Blättchen. Klein, aber... Reborn Jeans. Ja, Mechthild, ihr kommt klar. Und wenn nicht, habt ihr ja schließlich mich. Also das Prinzip ist ja Fragen stellen im Livestream, notfalls im Zoom, eine E-Mail schreiben, die manchmal beantwortet wird von Sonja und Iris. Manchmal drucken sie sie mir auch aus, dass wir sie hier gleich machen. Also, keiner wird allein gelassen. So, Reborn Jeans. Ich habe absolut vergessen, wer eben gefragt hat. Geh mal von einer Maschenprobe aus von Reborn Jeans von zweiundzwanzig Maschen. Ja, Julia, ich freue mich auch wie blöd aufs Stricken. Gleich, wenn ich hier fertig bin. Oh, Gott sei Dank, hoffentlich hört es nicht auf zu regnen. Und dann wird gestrickt. So ist es, Claudia. Claudia weiß, dass Effi gar nicht schwierig ist, weil Claudia hat ihre erste Effi fast fertig. 22 Maschen. Also ich rechne jetzt für 22 Maschen. Ja, weiß ich jetzt nicht, welche Größe Reborn Jeans. 23 Maschen auf 10 cm. Okay, machen wir mit 23, ist völlig egal. 23 Maschen auf 10 für die Reborn Jeans. Dann... Claudia macht ein bisschen lockerer mit 20, aber du kannst es ja auch rechnen, glaube ich. Ich mache jetzt mal 23 und... Danke, Hanne. Ja, Sonja ist spitze. Sage ich ihr morgen. Welche Größe sollen wir rechnen? Ich rechne mal die kleine. Vom Prinzip her. Und dann könnt ihr ja auch selber. Also wir wollen auf 34 cm kommen. Wir haben 23 Maschen auf 10. Tschö, Ulrike. Und rechnen dann 23 mal 34 geteilt durch 10. So, und dann schlagt ihr Randmaschen 1, 2 drauf. Das wären ungefähr 80. Ihr braucht aber, wenn ihr auch mit dem Halbpatent hier oben anfangt, eine ungerade Maschenanzahl. Also würde ich hier 81 Maschen anschlagen für Reborn Jeans mit 23 Maschen für die kleinste Größe. Ja, also ihr könnt mich gerne überfallen und ich... Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr unser Sommerfest wieder aufgreifen kann.
dieses Jahr im Sommer alles wieder ein bisschen beruhigt. Dann kriegen wir vielleicht doch noch mal ein echtes Treffen hin. So, soll ich noch für wen irgendwas ausrechnen? Ich habe aber auch noch haufenweise Fragen. Wer sich unsicher ist und eine andere Maschenprobe jetzt hat als ich vorgelegt habe, der schreibt eine E-Mail. Ihr müsst aber die Größe reinschreiben, eure Maschenprobe und mit welchem Teil, also dass ihr hier oben mit dem Schulterteil anfangen wollt. Jutta hat eine Oberweite 112 und ist klein, macht die kleinste Größe. Dann hast du 8 cm mehr Weite, das sollte reichen. Petra ist noch nicht entschieden. Tsubame, oh Gott, auswendig weiß ich das nicht. Habe ich doch alles schon mal ausgerechnet gehabt. Ach komm. 1300 Meter sind 3 Tsubames für die kleineren Größen. Ja, das Blatt ist sehr klein. Oh, meine Kamera. Hier, das ist die kleinste Größe. Oben das Schulterteil für die kleinste Größe in Zentimetern. Und davon bin ich ausgegangen für eine Maschenprobe 23 Maschen auf 10. So kam das zustande. Strick das Halbpatent vor. Genau, das wollte ich noch machen. Und, nee, pass auf, das mache ich zum Schluss. Erstmal geht's jetzt zu, ich will keine E-Mail. Adresse in die Kamera halten. Fragen. Erstmal mache ich jetzt Fragen und dann stricke ich noch zum Schluss das Halbpatent. Carina, aber ich glaube, Carina fragt, versucht die Teile der Anleitung zu verstehen. Aber ich glaube, das haben wir jetzt. Das lege ich mal direkt beiseite. Susanne fragt, 40 Reihen, wirklich, steht in der Anleitung, Reihen kannst du außer Acht lassen, hatten wir aber auch, glaube ich, beim nächsten Mal schon. Also, Susanne ist auch erledigt. Inka mit doppeltem Faden eignet sich richtig gut. Ach nee, das sind ja wir. Das ist ja so geschrieben, Entschuldigung. Annette fragte, Inka will sich stricken mit doppeltem Faden in grün und hellgrau. Ich sollte es mal zeigen. So sieht das aus. Eignet sich super. Kannst du nehmen, das wird sich schön vermischen, falls das immer noch aktuell ist für dich. Beate hat noch eine Frage zur Oberweite. Bei 1,40. Warte. Ich habe noch eine Frage bei der gestrickten Oberweite, schreibt Beate. Bin ich bei 1,40 und Hüfte 1,20, will ich die mittlere Größe stricken. Weil notfalls kannst du ja auch immer noch. Es soll hier oben nicht zu weit werden bei dir, auf keinen Fall. Aber wenn es hier unten dann doch so ein, ne, dann strickst du halt einfach das Bündchen, die Blende etwas länger. Das kann man ja auch immer noch machen. Monika fragt, im Video sagst du etwas über kleine, zierliche Personen. Ich bin zwar klein, aber Oberweite wäre ich bei der größten Größe. Ich möchte ja nicht wie ein Sack rumlaufen. Dann strickt die kleine Größe. Also ich glaube, das ist
Hier steht jetzt leider nicht, welche Oberweite es tatsächlich ist, aber für kleinere würde ich immer die kleinere Größe empfehlen. Und außerdem geht die ja schließlich bis zur Größe 40. Also das sollte passen, Monika. Beates Maschenprobe haben wir auch. Nadel 5, deine mittlere. Claudia fragt. Reborn Jeans, genau. Jetzt kommen wir zu deiner Frage, die ich hier auch gerade im Chat sehe. Erste Effi ist fast fertig. Die zweite Effi soll aus Reborn Jeans. Erstens, sie soll schmäler und länger. Zweitens, schmäler, damit meine ich nicht unbedingt den Gesamtumfang, sondern dass die Fledermausärmelkante nicht ganz so tief am Ärmel sitzt. So, und wie verteile ich die vier Blautöne von Reborn Jeans? Also, es gibt in dem Sinne kein Fledermausärmel, weil all das hier ist Rumpfteil. Und du kannst das nur steuern, wenn dir das hier zu weit ist, indem du die kleinere Größe und hier verschmälerst. So geht das, weil, wenn ich jetzt nochmal meine kleine hier reinlege, das hier muss bleiben. Sonst habt ihr oben zu wenig Rumpf. Das ist ja überschnittene Schulter. Und das kann man nur schmaler machen, indem ihr die kleinere Größe strickt. Dass das hier alles so ein bisschen enger wird. Und wie würde ich die Farben verteilen? Vier Blautöne. Da hast du jede Menge Möglichkeiten. Du hast sechs Teile und vier Farben. Eins, zwei, 3, 4, dann sieht man von vorne, was ja das Wichtige ist, was toll aussehen muss, hast du dann alle vier. Also 1, 2, 3, 4 und hier hinten nochmal 2, würde ich aber die beiden Farben nehmen, die nicht hier oben sind, sondern die du auf die Vorderteile benutzt. So sind dann, stoßen keine gleichen Farben aneinander. Aber es gibt immer so viele Möglichkeiten. Das ist dann auch manchmal 18 Maschen. Rechne ich noch. Soll ich rechnen, Angelika? War das so gemeint? Ach, da musst du mir die Größe sagen, die du strickst. Ach so, halt, ich habe ja noch Fragen. Das war das. Claudia, ich hoffe, das war dann damit erledigt. Das hatten wir eh schon. Hanne. Verzweifelt. warte. Also, Anne, Maschenprobe beim Perlmuster, 15 Maschen mit Zubarme. So. Die Jacke soll weit werden, also, obwohl du schreibst gemessene Oberweite 100 cm, dann würde ich die kleine Größe stricken. Dann reicht dir das. Dann schlägst du hier, dann findest du dich genau hier wieder und schlägst 57 Maschen an. Ich weiß, ist ein bisschen klein. 57 Maschen. Zubarme, 15 Maschen auf 10 cm. Oberweite 100. Kannst du die kleine Größe stricken? Angelika hat 110.
Da würde ich auch die kleine Größe stricken. Außer du willst sie wirklich richtig füllig. Aber normalerweise passen 110 in die kleine Größe rein. Und dann schlägst du an. ...34 cm mal 18 Maschen geteilt durch 10, also 61 paar zerquetschte plus die zwei Randmaschen sind 63, ja, 63 Maschen schlägst du dann an, Angelika. Und hallo Klaus, ich glaube, Friederike meinte mein neues Stricklexikon auf YouTube, wo ich angefangen habe. Ach, ich hatte schon vor anderthalb Jahren haben wir schon damit angefangen. Ich habe hier wirklich ungelogen knapp 40 von diesen vorbereiteten Kartönchen stehen, die alle abgedreht werden möchten. Und wer den Newsletter bekommen hat, weiß es, durch Corona wurde alles durcheinander gewirbelt und ich musste mein schönes Projekt eines Stricklexikons auf Eis legen, aber jetzt habe ich sie da auch gegriffen. Die ersten Videos sind auf YouTube und jetzt werden auch in kurzen Abständen alles weitere Folgen, Grundtechniken zum Maschenanschlag, zu Randmaschen, zum Abketten und so weiter. Wenn du meinst, Friederike, um deine Frage zu beantworten, dass, also Kreuzanschlag, einfacher Kreuzanschlag, passt super drauf. Wenn du mal was Neues ausprobieren willst, der norwegische ist auch schön. Und ihr findet das ja auf YouTube. Jetzt habt ihr es eh schon gesehen. Playlist davon. Lauter Maschenanschläge. Ich finde immer am besten nach Playlist zu gehen. Da ist immer alles schön dann drin versammelt. Da habe ich meine Tastatur verbummelt. So, da. Oberweite, also Barbara, wenn ich sage FI, kleinste Größe, hat die Oberweite 120, dann ist das mit weiten Zugaben, mit Bequemlichkeitszuschlag. Misst sich von hier nach hier rüber und dann natürlich in der Runde. Super Bulky Nummer 6. Miriam, ist das eine Frage? Ja. Man darf wirklich nicht einmal den Blick vom Chat lösen, sonst kommt man komplett durcheinander. Ja, Friederike, probier den mal, der ist ganz cool. Danke, Claudia, sehr gerne. Ist ja sowas liebe ich, so als zusammenzutragen. Und wenn die Maschenanschläge mal alle online sind, irgendwann in der nächsten Woche, und ihr vermisst noch einen, dann schreibt uns, dann nehme ich das noch mit auf. Maria, ja. Halbpatent. Ich habe es fast vergessen. Also, ihr schlagt die Maschen an. Ungerade Maschenanzahl. Strickt die Rückreihe, sagen wir, ihr nehmt den einfachen Kreuzanschlag, dann strickt ihr die Rückreihe mit linken Maschen. So würde ich es machen. Beim einfachen Kreuzanschlag. Dann teile ich mir ganz gerne die Randmaschen ab. Kann man machen, muss man nicht. Zum Zeigen habe ich es jetzt mal gemacht. Und wir befinden uns in einer Hinreihe. Es soll jetzt hier losgehen mit Halbpatent.
Zwei Fragen zwischendurch. Margit hat Oberweite 140 gemessen. Dann, ja, ich würde fast sagen, dann die größte Größe, damit es um die Hüfte herum passt. Also wenn du die mittlere Größe strickst bei Oberweite 140, dann wird's ein bisschen knapp um die Hüften. Das ist ein dummer Fall, weil die große wird sehr viel zu groß sein. Ich werde... Oder du strickst doch die mittlere. So Grenzfälle sind immer ein bisschen schwierig. Und versuchst die 10 cm durch das Bündchen rauszuholen, dass das hier einfach ein bisschen länger kommt. Bei Oberweite 140 und dann 20 cm drauf für die große, das wird hier oben alles super, super weit. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen zu weit wird. So. Und Ulrike bei 134 Oberweite, da würde ich auf jeden Fall die mittlere Größe, weil dann passt du in diese 140 auf jeden Fall rein. Randmaschen, ja auch gerade irgendwo gesehen, mache ich als Knötchenrand, also immer rechts. Egal ob die erste, ob die letzte, immer rechts, wie auch hier, rechts gestrickt. Und dann, warum ich die gerne nehme, Susanne, ist, weil ich kann die gut zusammennähen. Wenn man an den Rändern die Knötchen hat, nähe ich damit sehr schön zusammen. Ja, ich hoffe, Christiane. Ich meine, komm, das geht doch in beide Richtungen. In beide Richtungen. So, jetzt aber. Also, Halbpatent. Ihr strickt zwei Reihen, eine Masche rechts, eine Masche links. Ihr fangt mit einer rechten Masche an. Eins rechts, eins links über zwei Reihen. Und in der dritten Reihe fangt ihr an mit Halbpatent. Und es gibt zwar verschiedene Arten, das zu stricken, aber ich stricke gerne mit tiefer gestochenen Maschen. Das nur bei den rechten. Also nicht hier, sondern hier. Eine Masche tiefer einstechen. Die linke ganz normal. Die rechte eine Masche tiefer einstechen. Die linke normal. In jeder Hinreihe. In den Rückreihen nicht. In den Rückreihen strickt ihr alle Maschen ganz normal. Und das ist Halbpatent, das ist ein bisschen fester als Vollpatent und geht nicht ganz so viel Garn rein wie bei Vollpatent. Ein bisschen mehr natürlich schon als glatt rechts oder Perlmuster oder so. Das ist klar, Patent verbraucht immer ein bisschen mehr. Aber und die Rückreihe, wie gesagt, ganz normal. Randmasche wieder rechts, erste Masche rechts, letzte Masche rechts. Und jetzt in der Rückreihe nicht mehr tiefer stechen, sondern ganz normal eins rechts, eins links. Und das Garn, das wird meine nächste Jacke. Ich bereite ja schon gedanklich den Sommer vor, den Stricksommer. Das ist die... Oh, hier ist keine Banderole dran. Cowgirl Blues, handgefärbt, Merino DK. Berit Frank, gute Frage. Achso, Berit fragt, fange ich mit dem Bündchen an am Ärmel? Nein, du fängst hier oben an.
So, also das, ich strick mal gerade zu Ende. Du fängst oben an der Schulter an. Klasse, die Kamera, ne? Maria, finde ich auch, das ist der Hit. Also, das hat sich richtig. Hier oben fängst du an. Hier. Und strickst den Ärmel von oben nach unten und ganz zum Schluss das Bündchen an. Das hat auch den Vorteil, dass man beim Bündchen gucken kann, sind die 15 cm wirklich nötig oder kann ich ein bisschen kürzer machen. Und die rechte Seite beim Halbpatent ist die schönere. Das hier ist die Reborn Jeans. Das ist die. Und die ist halt nicht so hübsch. Deshalb ja auch Halbpatent. Es ist ein einseitiges Patentmuster, zwei unterschiedliche Seiten und die schönere ist die. Cowgirl Blues. Cowgirl Blues. Südafrikanische tolle Merino-Wolle in Handfärbung. Ja, Dorothee, das machen wir. Genau. Erstmal ein Käffchen und dann in Ruhe loslegen. Ja, danke, Karin. Ich bin ich auch selber. Also, das war eine lohnende Investition. Ja, so, ich schicke dann mal eine Einladung raus zum Zoom für nächsten Sonntag nach dem Livestream. Wer dabei sein will, okay, wer nicht, auch nicht schlimm. Also, ne, das ist immer alles freiwillig. Socken, kann man mit der Socken stricken? Warte, ich guck mal eben auf die Zusammensetzung. Ich meine, es ist aber 100%. Ganz kurz. Oh, soll ich passen? Nee, muss ich anders machen. Mal ganz kurz, bin gleich wieder da. So, hier habe ich dann auch endlich eine Banderole. Es ist 100% Wolle. Es ist zwar Superwash, ich weiß aber nicht. Es wird sich irgendwann verschleißen mit den für Socken. Es gibt dabei aber auch von Cowgirl Blues ein Sockengarn. Also, die haben auch ein Sockengarn. Weiß nur gerade nicht, wie es heißt. Ist auch egal. Stöber einfach in unserem Shop. Wir haben, glaube ich, sogar alle Garne von Cowgirl Blues da drin. Ja, Petra, das kann ich natürlich machen. Den Zoom-Link mit in den Chat. Melde dich bitte trotzdem an, das ist in jedem Fall besser. Ja, Mirjam, raus. Ich bin ja noch hier. Ich bleibe hier, bis ich das Gefühl habe, wir sind durch mit den wichtigsten Fragen, damit jeder anfangen kann. Katrinchen, oje, oje, Zöpfe bei Effi, da bin ich noch gar nicht. Wie viel ist, glaube ich, nicht wichtig, wie viel Zöpfe das sind. Da würde ich gar nicht drauf achten. Ich würde mir nur die Schnittzeichnung angucken. Wie groß das Teil werden muss. Und dann eine Zopfmustermaschenprobe stricken und dann ausrechnen. Wie viele Zöpfe das dann sind, letztendlich ist egal. Und für Tsubame, welche Nadelstärke? Kann ich dir sagen, da hatten wir 4 bis 4,5. Danke, Susanne. Ich gebe es morgen weiter an mein Team und euch auch vielen lieben Dank. Das war ein schöner Start in den Sonntag.
Ich mache mir super. Oh, Mirjam, genau. Mirjam darf ich nicht vergessen. Superbalki hatte sie die kleine Größe. Wäre es passend? Das ist ja immer so zu sehen, klar. Du kannst das benutzen, ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Es wird aber dicker. Und wenn du aber sagst, ja, kein Problem, ich mag das dicker, soll richtig, ne? Dann kannst du deinen Garn nehmen. Also das ist dann überhaupt gar kein Problem. In der Hoffnung, dass das die Farbe war. Frage, ob du das Balki Garn auch benutzen kannst. Ja, kannst du. Es wird halt nur entsprechend dick, weil es ist fast doppelt so dick wie das Original, wie diese quietschebunte Jacke bei mir hinten da im Hintergrund. Oh, Joanna, Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass ihr schnell wieder gesund werdet. Da Teststricken. Wir hatten neulich einen Teststrick, das war aber jetzt nicht so ein Test, also der bezog sich mehr auf die Garne, weil ich hatte ganz viele Garne auf einmal aufgenommen, die neu waren. Und da haben wir einen Teststrick veranstaltet, weil es mich auch interessiert hat, was sagt ihr zu den Garnen? Wenn du jetzt meinst, Teststrich, ich entwickle neue Anleitungen und die müssen testgestrickt werden, solche Teststricks mache ich gar nicht, weil ich das alles in der, also ich habe es gelernt, ich kann Schnittkonstruktion, ich brauche das im Grunde nicht teststricken, so zu sehen. Aber schreib einfach mal eine E-Mail. Also wenn du Bock hast zu stricken, mit uns, für uns, wie auch immer, schreib einfach eine E-Mail. Wie ist das dann mit der Maschenprobe? Ja, Mirjam, die müsstest du erstmal machen. Also, ich würde vorschlagen, du strickst erstmal mit der Nadel, die du denkst. Nimm 2, 3 verschiedene, eine kleine Spanne. Guckst dir das dann an, so ähnlich hier wie dieses Stück. Also nicht schmaler, sonst kann man nichts sehen. Man muss das auch in die Hand nehmen und mal ein bisschen hin und her bewegen. Und das Problem ist, du könntest uns das schicken, aber wenn ich das gar nicht kenne, kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Dann kann auch ich nur raten. Aber du strickst eine Maschenprobe, guckst sie dir an. Wenn sie dir gefällt, dann schreibst du mir die Maschenzahlen von der Maschenprobe und dann kann ich dir ausrechnen, wie viel Maschen du anschlagen musst. Ich glaube, das ist ein ganz guter Mittelweg. Tschüss, Wüstenkönig. So. Maschenprobe von Reborn. Meinst du meine Zahlen hier? An der Maschenprobe, Maria? Eiweißbrot. Das hört sich interessant an. Ist das kein ohne Mehl? Ulrike? Bei sowas backe ich mir auch des Öfteren. Eiweiß, bisschen Mandelöl, kein weißes Mehl dran. So. Mirjam fragt, nach welcher Größe muss ich stricken, wenn ich normalerweise die mittlere habe. Also ich würde in diesem Fall wirklich sagen, ja, normalerweise die mittlere. Das geht nach deiner Oberweite. Also, die kleinste Größe von Effi hat 120 cm gestrickte Oberweite. Wenn du da gut reinpasst und hast auch ein bisschen Spiel und sitzt nicht so knalleng, dann strickt die kleine. Nee, Rubator, ich glaube, ich hatte das Thema schon mal erklärt, weil wenn ich eine Kollektion mache mit 20 Modellen, jedes Modell über 5 Größen,
Soll ich dann 100 Modelle teststricken lassen? Geht ja gar nicht. Also, ich mache meistens eins, natürlich, muss ja fürs Foto sein, in der kleinsten Größe, weil die Models sind halt so. Und oft dann im Verlauf nochmal für mich selber in groß. Und das muss dann wirklich reichen. Aber ich meine, dafür habe ich auch studiert. Also wäre ja schlimm, wenn ich das nicht könnte. Oh, das Gestrickte ohne Zettel. Ja, gut. Das ist das Gestrickte ohne Zettel. Oder wolltest du nochmal von Namen sehen, Maria? Ich bin jetzt hier. Ja, Sabine, die Blueface, die liegt bei mir nebenan. Das ist ja auch meine. Da geht's heute dann mit los. Colin, manchmal verkaufen wir auch Modelle, aber eher selten, weil es besser ist, die im Laden zu haben für die Stricker, die die Wolle verstrickt sehen möchten. Barbara ist 1,80, 106 Oberweite Körpermaß, mittlere Größe. Auf jeden Fall, weil die sich ohnehin etwas lenkt. Das kann man nicht ganz vermeiden. Und dann ist das, deine Körpergröße, kein Problem. Die wird ein bisschen länger. Die Effi notfalls hilft so ein bisschen nach. Und dann passt du mit 106 auf jeden Fall locker in die mittlere Größe. Locker. Ich komme super mit der zurecht. Ich hatte eine Maschenprobe gestrickt, gewaschen. Sie hat sich erst so richtig schön entfaltet nach dem Waschen. Aber ja, ich strickte ja auch recht locker. 16 Maschen auf 10 cm. Also alles gut mit meiner Blueface. Ja, Julia, ich habe die Frage von Mirjam auch so verstanden. So hatte ich es euch ja auch schon öfter mal erklärt. Ich würde es bei Effi aber so nicht machen. Weil ich würde bei Effi wirklich nach, welche Oberweite habe ich? Wie viel Mehrweite will ich drauf haben? So suche ich mir die Größe aus. Und nach Maschenprobe und ausrechnen. Das ist in dem Fall sicherer. Und die Schnittteile sind ja alle mega, mega gerade. Da ist das Ausrechnen ganz einfach. Knötchen, Rand, Randmasche, Silvia. Das ist Nuru. Sprungkraft nach dem Waschen, mega, Katrinchen. Jetzt hole ich doch nochmal eben meine Probe. Moment. Das ist die Chiricada. Die Probe von der Blueface Lester. Also die verhält sich nach dem Waschen ganz toll. Da verändert sich nichts. Da passiert nichts. Die wird weicher, das Maschenbild wird geschlossener. Ah, Weißbrot. Okay. So. Danke, Karin. Und die Abnahmen beim Ärmel. Ja, das ist natürlich noch eine gute Frage. Puzzeln. Ja, das musst du umrechnen bei Reborn Jeans die Abnahmen. Also sagen wir, du schlägst oben 81 Maschen an und dann musst du unten, wenn du nach der kleinsten Größe strickst, auch mehr Abnahmen machen, weil du hast ja mehr Maschen.
Also du rechnest dir dann aus, wie viel sollen es unten sein. 28 cm mal 23 Maschen. So, unten musst du kommen auf 65 Maschen. Dann ziehst du das von den 81 ab und weißt, hier stimmt ja gar nicht. Hier sind ja schon ein paar Maschen weniger. Ich komme jetzt exakt auf die gleiche Anzahl. Kann denn das sein? Also pass auf, mach es ganz einfach. Strick bis hierhin mit Reborn Jeans. Rechne dir aus, wie viel Maschen es unten sein sollen und wie viel du hier abziehen musst. Ich komme jetzt rechnerisch auf minus 8. Das würde sich genau decken mit der Anleitung. Und falls es sich bei dir nicht deckt, schnacken wir nochmal. So machen wir es. Hallo nach England. Guten Morgen. Und wir sind aber auch schon leider am Ende. Ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Fragen. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder um 9 Uhr zu einem etwas kürzeren und dann anschließender Zoom. Jetzt hat Julia doch noch was. Sind in den 57 Maschen? Ja, da sind die mit drin. Aber weißt du, bei Effi, also ein oder zwei Maschen mehr oder weniger geschenkt, da würde ich, aber sie sind mit drin, genau. Das, also die 57 ist das, was du anschlägst. Da ist alles fix und fertig mit drin. So, ich gehe jetzt stricken. Wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Es war mega nett mit euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, wir sehen uns. Tschüss.